Ja, liebe Vertreter der Presse, Endstand zwischen der TuS Koblenz und dem FV Engers im Bitburger Rheinland-Pokalfinale. 10:9, 9:8 nach Elfmeterschießen. Schön, dass Sie alle den Weg hier nochmal in den Pressecontainer gefunden haben. Auch natürlich an jeden Zuschauer. Hallo und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz der TuS Koblenz. Ich begrüße die beiden Trainer, Michael Stahl, Trainer der TuS Koblenz, zu meiner Rechten und Sascha Watzlawick, Trainer des FV Engers, zu meiner Linken. Und Herr Watzlawick, Elfmeterschießen, so ist es nur am Fußball-Lotterie. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal hallo zusammen und erstmal Gratulation an die TuS. Aber ich hatte eben schon mit dem Stahli kurz gesprochen. War heute, glaube ich, ein Spiel, was absolut von der Intensität und von der Spannung gelebt hat. Spielerisch war es, glaube ich, für beide Mannschaften sehr schwierig auf dem Platz, aber trotzdem muss ich einfach mal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft heute hier richten, auch wenn wir jetzt im Elfmeterschießen verloren haben. Und genauso auch an die TuS, was die beiden Mannschaften sich heute hier für einen Fight geliefert haben. Über 120 Minuten und du hast gesehen, beide Mannschaften wollten. Das war halt wirklich super eng auf Messerschneide. Ich glaube, viele Spieler von mir und auch von der TuS hat man gesehen, dass einfach jeder im roten Bereich war. Und ich glaube einfach, dass wir heute auch ein bisschen Werbung für Oberliga-Fußball gemacht haben mit zwei Mannschaften, die sich hier ab der ersten Minute richtig bekriegt haben und einfach Bock hatten, hier den Leuten was zu bieten. Deswegen kann ich am Ende nur sagen, ich bin sehr stolz und wir können mit erhobenem Haupt heute aus dem Pokal ausscheiden. Ich denke, wir hatten die letzten Jahre, haben wir es oft geschafft, aber in Koblenz, nach so einem Spiel kann ich auch wirklich sagen, zu meinen Jungs, wir haben heute auch gegen einen richtig guten Gegner verloren und insofern nehme ich das mit. Ich denke mal, jetzt brauchen wir mal ein, zwei Tage, wo wir uns schütteln. Ab Samstag geht es weiter in der Meisterrunde. Sind wir auch noch alle schön dicht beieinander. Wird auch super spannend. Freue mich da auch auf geile Spiele, die wir einfach alle verdient haben. Und auch noch mehr Zuschauer für das, was wir hier alle leisten. Und ja, kann nur sagen, Dankeschön. Ja. Danke, Herr Watzlawick, für die auch sehr fairen Worte. Und ich glaube, da kann man auch direkt einsteigen in dem, was Sie gesagt haben. Werbung für den Fußball, Werbung für den Oberliga-Fußball, für die beiden Vereine, das hat, glaube ich, nicht nur das Stadion heute gesehen, sondern ich kann auch sagen, dass wir im Livestream am Ende des Tages in der Spitze über 3000 Live-Zuschauer hatten. Und das spricht dann am Ende des Tages dafür, wenn 4500 Menschen dieser Begegnung zuschauen, dass zumindest in den Vereinen einiges richtig gemacht wird und der Amateurfußball im Rheinland dann doch ein ziemlich attraktiver ist. Stahli, jetzt deine Worte zum Spiel bitte. Ja, danke Sascha für die Glückwünsche. Wir hatten es ja eben draußen auch schon kurz. Ich kann das nur zurückgeben, weil ich ziemlich exakt genau weiß aus meiner Erfahrung, gerade Elfmeterschießen, Pokal, so enge Spiele, du stehst nicht immer auf der Sonnenseite und dann hast du auch Momente, wo du verlierst, wo du dann am Boden bist und ich kann da sehr gut mitfühlen mit dem Gegner. Deshalb war mir das auch wichtig, nach dem Spiel schnell mit den Jungs von Engers abzuklatschen. Aber so ist der Sport nun mal. Ne? Dann muss es am Ende einen Sieger geben. Was ich über das Spiel sagen kann, ich will da gar nicht so weit ausholen. Ich glaube, dass wir einen guten Plan hatten, im Gegensatz zu vor einem Monat, wo wir auch aus den bekannten Voraussetzungen in dem Spiel einfach die unterlegene Mannschaft waren. Wir haben vor einem Monat sehr, sehr verdient in Engers verloren, haben schon glücklich geführt in der Halbzeit. Haben da kein gutes Spiel gemacht, wissen aber auch, warum das so war, haben das auch aufgearbeitet und wollten heute einfach einen anderen Auftritt hinlegen. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wenn wir hier heute Abend rausgehen, nach 90, 120 Minuten, dann müssen wir unser komplettes Herz auf den Platz gelassen haben. Dann muss jeder Zuschauer gespürt haben, dass wir alles, aber auch alles, was wir haben, da reingeschmissen haben als Team, ohne dass wir dafür ein Ergebnis erwarten. Also ohne dass wir mit jedem Lauf, den wir machen, in der Pressingstruktur, die wir über 120 Minuten gespielt haben, dass wir dafür erwarten, hier 3-4-1 zu gewinnen. Nein, einfach machen und dran glauben. Und dann brauchst du natürlich im Elfmeterschießen das nötige Quäntchen Glück. Was ich allerdings auch sagen muss, ich glaube, dass wir einen unheimlich guten Start in das Spiel hatten. Ersten 15, 20 Minuten und was gefehlt hat, war ein Tor. Und dass Engers dann auch mit einer Aktion wieder ins Spiel zurückkommen kann und immer gefährlich war, vor allem bei Flanken Richtung zweiten Pfosten, das war uns klar. Ich glaube, dass wir nicht unverdient am Ende des Tages weitergekommen sind, weil wir einfach eine Top-Leistung heute gebracht haben in diesem Moment. Das macht mich stolz. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass beide Mannschaften von Anfang an sich auch gegenseitig pushen in der Liga. Es ist kein Zufall, dass vier Nordmannschaften in der Tabelle ganz oben stehen. Und wer da denkt, irgendwie, dass die anderen Mannschaften in der Nordliga, der Sascha kann das bestätigen, die jetzt in der Abstiegsrunde sind, dass die irgendwie zu schwach waren, um gegen uns zu punkten. Nein. Nein, nein, nein. Das ist, weil beide Mannschaften, Engers und TuS Koblenz, Schott und Gonsenheim, so wie heute immer Fußball spielen. Immer am Anschlag, immer mit Intensität. Und deshalb haben alle so viele Punkte gesammelt. Und wie gesagt, das ist kein Zufall.
Jetzt müssen wir uns schütteln. Wir haben heute, glaube ich, hat jeder gesehen, was auf der Bank los war bei uns, dass wir noch 3 U19-Spieler mit dazu geholt haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Morgen ist frei, Donnerstag. Schauen wir mal, wer in der Lage ist, am Samstag in Pirmasens zu marschieren. Weil ich habe der Mannschaft eben auch gesagt, im Pokalhalbfinale kriegst du keinen Pokal überreicht und mit 46 Punkten in der Liga kriegst du auch nichts überreicht. Deshalb sollen wir uns heute Abend freuen und morgen geht es dann weiter. Ich danke dir für deine Worte zum Spiel. Gibt es Fragen seitens der Presse? Das scheint nicht der Fall zu sein. Danke.